landest noch im Suppentopf. Oder sie schmeißen dich raus. Wo ist denn dein Harem? Ich bring den um. Joey, du fehlst mir. Was machst du mit meinem Handy? Was machst du mit unserer Ehe? Wir reden später. Kein Wort zu den Kindern sonst. Morgen, Schatz. Friedrich, es ist nicht so, wie es aussieht. Tja, Eva Maria. Das habe ich befürchtet. Wenn es eng wird, fällt dir nichts Passendes ein. Papa? Morgen. Ja, er kommt ja gerade. Ich kümmere mich drum, ja. Friedrich, meine Tochter liebt dich. Ja? Ja. Dachte ich auch. Ja. Der Firmenwagen steht unten vorm Eingang. Friedrich, wenn du jetzt gehst, sind wir geschieden. Für immer. Daumen. Auch wenn ihr enttäuscht seid, kommt bitte nach Hause, ja? Noten sind nicht die Welt. Lehrer, keine Götter. Ich lasse euch lieber jetzt allein. Ganz ruhig hier bleiben. Das ist wirklich eure Sache. Du bleibst hier. Ich kann das alles erklären. Das kann ich mir vorstellen. Nicke, ich bitte dich. Um was? Um Verzeihung. Nach der Vergebung folgt die Wiederholung. Ich weiß, wie er ist. Ich kenne seinen Charakter. Jeder Rock bringt ihn um den Verstand. Ich schwöre, das war das erste Mal. Du weißt, wo deine Koffer sind. Nicke. Ja? So schnell wie möglich. Wer ist es? Das spielt doch wirklich keine Rolle. Das habe ich mir gedacht. Du bist selbst jetzt nicht in der Lage, die Wahrheit zu sagen. Was ist mit unseren Kindern? Das lass mal meine Sorge sein. Joey, du fehlst mir. Joey, du fehlst mir.
Gott sei Dank weiß ich nicht, wer diese Schlampe ist. Joey, ist das dein Spitzname? Nicht von mir. Deshalb musst du nicht gleich rausschmeißen. Immerhin ist er der Vater deiner Kinder. Nein, hat er mich betrogen. Ja und? Ist das so aus der Welt? Ein Ausrutscher. Das kann im Leben ja mal passieren, oder? Hätte dir das nicht auch passieren können? Doch. Aber ich hätte es ihm gesagt. Das hatten wir uns versprochen. Wirklich, Fulda? So ein Paradies für ältere Leute. Dankeschön. Was kann ich Ihnen bringen? Oh, ein Cappuccino und ein Wasser hätte ich gern. Wo kommen Sie her? Hase, dein Zeugnis musst du schon selber abholen. Los. Wenn du nicht zur Schule gehst, kriegen wir wieder Ärger. Ja, so sind sie. Ich habe auch so einen. Ja, ich habe das leider verpasst. Man vergisst leider viel zu schnell, was man an ihnen hat. Ganz nett hier. So, bitteschön. Oh, danke schön. Ich verstehe das. Das kann doch jeder verstehen. Ich will immer gar nicht verstanden werden. Ich will mich selber verstehen. Was war ich denn für ihn? Eine lebenslange Haftstrafe oder was? Da. Vielleicht langsam Sex? Nach all den Jahren. War das jetzt unverschämt? Oder habe ich den Nagel auf den Kopf getroffen? Zu niemandem ein Wort, bitte. Ich möchte nicht zum Gespött der Heuchler und Pharisäer werden. Schwör's mir, Mama. So wahr mir Gott helfe. Frau Kalbach. Frau Kalbach, haben Sie eine Minute? Solange Sie mir nicht wieder mit neuen Geschäftsordnungsplänen kommen, Herr Dr. Kessler. Mein Tag war nämlich schon aufregend genug. Dabei hat er gerade erst angefangen. Hurra tät mit dir. Hurra tät mit dir. Uitstekend, danke. Jetzt müssen Sie antworten. Danke, ausgezeichnet. Mir ist das Holländische durchaus bekannt. Bitte kommen Sie auf den Punkt. Liebe Frau Kalbach, Sie haben ein wunderbares Jahr in Holland verbracht als junge Frau. Das spürt man Ihnen heute noch an, so ein gewisses holländisches Flair. Bitte, Herr Dr. Kessler, ich habe zu tun. Den Haag? Ja und? Internationaler Gerichtshof. Und was hat das mit mir zu tun? Ein lieber Freund von mir ist gerade zum leitenden Staatsanwalt am Internationalen Gerichtshof in Den Haag ernannt worden. In seinem Stab, da gilt es noch einige wichtige Stellen zu besetzen. Er kann Vorschläge machen. Da habe ich an Sie gedacht. Ich fühle mich eigentlich in Fulda ganz wohl. Ach, spitze, Frau Kalbach. Denken Sie doch einfach mal drüber nach. Sie wollen mich loswerden, Herr Dr. Kessler. Das ist ja bekannt, aber gratuliere. Diesmal ist Ihnen wirklich was eingefallen. Hurra, tät mit dir. Uitstekend, danke. Thank you.
Hallo. Den Strauß hätte ich gern. Ja? Kann ich meine Sachen einen Augenblick bei Ihnen lassen? Ja, sicher. Entschuldigen Sie die Störung, Frau Staatsanwältin, aber ich muss etwas mit Ihnen besprechen. Espresso? Nein, danke. Zucker? Glauben Sie, Ihre Frau Mutter ist in Fulda glücklich? Ein Freigeist wie Sie? Sind Ihre Überlegungen nicht etwas sehr persönlich? Oh, machen wir uns doch nichts vor, Frau Staatsanwältin. Ihre Frau Mutter ist nicht gerade mit fliegenden Fahnen nach Fulda gekommen, gelinde gesagt. Sie wohnt bei Ihnen praktisch zur Untermiete. Ohne einen Lebensgefährten, das versteht doch kein Mensch. Entschuldigung, ich habe zu tun. Ich bin meinen Mitarbeitern gegenüber zur Fürsorge verpflichtet, das wissen Sie. Herr Dr. Kästner. Und Sie machen auch nicht gerade einen glücklichen Eindruck. Entschuldigung, aber das sieht Ihnen doch jeder an. Also, was wollen Sie? Stehen Sie Ihrer Mutter nicht im Wege, wenn sie neue Pfade betreten will? Den Haag, Internationaler Gerichtshof, sie überlegt es sich. Wenn Sie Unterstützung suchen, um meine Mutter wegzuloben, dann sind Sie bei mir falsch. Sie werden mir noch dankbar sein, Frau Staatsanwältin. Falls Ihre Mutter uns verlässt, da könnten Sie Ihre Stelle als Amtsrichterin übernehmen. Und dann ist es ja quasi nur noch ein Katzensprung, wie Sie mich gewissermaßen beerben können als Direktorin dieses wunderbaren Amtsgerichts. Na, wenn das keine Verlockung ist. Schade, dass es nie so zu Ende geht, wie es angefangen hat. Glücklich. Aber wenn eine Tür zugeht, dann geht irgendwo wieder eine Tür auf. Du bist jetzt schon über 2 Jahre hier. Dabei wolltest du nach 6 Wochen wieder zurück sein. Ich habe Familie gerochen. Wahrscheinlich brauche ich das so, ein Nest. Geborgenheit, füreinander da sein. Leider bricht die Familie auch gerade auseinander. Wegen einem Seitensprung. Aber gleich kommen sie auch wieder zusammen. Was willst du eigentlich hier, Friedrich? Muss man dir immer noch alles aus der Nase ziehen? Napoleon ist ja doch auch schon vorbeigekommen. Er hat aber eine Seuche hinterlassen. Und in Courcelles. Was kann ich für Sie tun? Die Rechtsprechung des Gerichts ist anerkannt. Im Kleinen wird hier das Große entdeckt. Fälle aus Fulda landen immer wieder vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. Im letzten Jahr hat es einen Fall, der hier in Fulda seinen Anfang nahm, bis vor das Bundesverfassungsgericht geschafft. Herr Groß, ich kenne Ihren Schwiegervater. Er hat viel Geld gemacht mit großen Wirtschaftsprozessen. Warum wollen Sie sich hier niederlassen? Die Wahrheit macht einen schnell zu einem Gefangenen. Sie sind in Frankfurt gescheitert. Gehe ich zu weit? Ja, Napoleon ist auch nicht hierher gekommen wegen dem Schloss, sondern wegen der Völkerschlacht. Wo wollen Sie denn hin, wenn Sie sich hier niederlassen? Ich möchte einfach nur mal ganz von vorne anfangen. Ist Ihre Ehe gescheitert? Kommen Sie mal mit. Sehen Sie das alte Gebäude da drüben? Da sollten Sie sich mal umschauen. Ein geradezu idealer Platz für ein Büro. Wir hätten praktisch Sichtkontakt. Ja, du hast doch gesagt, dass ich erst mal. Ich wollte dich überhaupt nicht mehr sehen. Komm, lass uns eine Runde machen. Ich dachte, ich könnte mich auf dich verlassen. Das kannst du auch. Lügen! Tag, Frau Reichert. Hallo. Hallo. Seit Monaten. Nike, bitte. Vor unserer Heirat haben wir uns geschworen, wenn sich einer verliebt, dann sagt er es. Und wenn ich es gesagt hätte, wäre dann jetzt alles gut? Wahrheit sollte die Basis unserer Beziehung sein, nicht Betrug und Verrat. Ich bin mal kurz weg. Ich begehre eine andere Frau, Schatz. Dir fehlt das Unrechtsbewusstsein. Dir fehlt die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Dir fehlt... Einfach alles.
Der Manuel wollte schon immer gerne mit dir zelten. Eine gute Gelegenheit, aber nicht bei mir im Garten. Werd dich vermissen. Oh, ich dich auch, mein Süßer. Pass gut auf Papa auf. Für dich. Achte drauf, dass er nicht mit nassen Haaren in den Schlafsack kriegt. Ja. Pflaster sind hier in der Reißverschlusstasche. Ah. Ja, und dass er nicht im Wasser bleibt, bis er wieder blaue Lippen hat. Seine Allergie gegen Äpfel, Erdnüsse und Weißbrot. Denk bitte dran. 2 Asthma-Sprays habe ich hier eingepackt. Du kannst dich auf uns verlassen. Vielen Dank. Sehr schön. Kommt gut nach Hause. Franz, ich kenne mich doch aus. Ich verstehe nicht, warum du der Anklage nicht als Nebenkläger beigetreten bist. Das steht dir nach § 395 StPO, steht dir das zu. Ich will das aber nicht. Schlimm genug, dass es so weit kommen musste. Dann kann ich dir mir beide Wangen hinhalten, auch als guter Christ nicht. Falls du es dir anders überlegst. Ich habe da jemanden kennengelernt, der braucht Erfolg. Friedrich Groß, Frankfurt. Jetzt Fulda. Nicht nötig. Zum Aufruf kommt die Strafsache Dörfler. Bitte, Frau Staatsanwältin. Der Angeklagte René Dörfler hat am 16. Mai mit seinem Wagen den Zaun zu Bergens Grundstück durchbrochen und das dahinter geparkte Fahrzeug von Franz Bergen gerammt. Danach ist der Dörfler aus seinem Wagen ausgestiegen und hat dem geschädigten Franz Bergen 3 Faustschläge in den Magen und einen gegen das Kinn versetzt. Folge davon waren ein Kieferbruch und innere Verletzungen, wie dem ärztlichen Gutachten zu entnehmen ist. Der Angeklagte hat somit die Straftatbestände der vorsätzlichen Körperverletzung, der Sachbeschädigung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erfüllt. Mein Mandant hat den Vorgang aber anders in Erinnerung, verehrte Frau Staatsanwältin. Wie hat sich denn Ihrer Erinnerung nach der Vorfall zugetragen? Mein Mandant, Frau Richterin, verweigert die Aussage, was sein gutes Recht ist. Dann rufe ich Franz Bergen in den Zeugenstand, bitte. Nun erzählen Sie uns doch mal, wie sich das alles zugetragen hat. Ich kann mich eigentlich nicht mehr so richtig daran erinnern. Aber Sie haben doch erhebliche Verletzungen davongetragen. Einen gebrochenen Unterkiefer beispielsweise. Ja, ich war ja auch gestürzt. Herr Bergen, haben Sie Angst auszusagen? Nein. Also,
wie hat es sich nun alles wirklich zugetragen? Dieses Band stammt aus der Überwachungskamera des Nachbargrundstücks und zeigt, was wirklich passiert ist. In diesem Fall ein glücklicher Umstand, da es dem Angeklagten die Sprache verschlagen hat und das Opfer wohl an Amnesie leidet. Darf ich fragen, wieso Sie sich daran nicht erinnern können? Ich verzeihe Herrn Dörfler. Ach, das ist ja schön. Ich will nicht, dass er bestraft wird. Es gibt aber ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Aber ist Verzeihen nicht wichtiger als Bestrafen? Was war denn überhaupt der Anlass? Wie kam es dazu? Herr Dörfler, bitte. Herr Bergen hat meinen Sohn nicht in Ruhe gelassen. Stimmt das? René Dörflers Sohn Moritz singt seit einigen Jahren bei mir im Knabenchor in der Kirche. Er ist sehr, sehr musikalisch, ein richtiges Naturtalent. Deshalb bekommt er auch seit einem Jahr bei mir zu Hause Stimmbildung, Klavierunterricht. Meine Frau und ich, wir unterstützen... Aber wir wollen nicht, dass Moritz ständig bei Ihnen ist. Es tut mir leid wegen der Sache. Aber die Bergens wollten Moritz in die Ferien mitnehmen. 6 Wochen in die USA. Das ging uns zu weit. Die haben dich nachgelassen, dann bin ich ausgeklinkt. Wäre jeder andere auch. Darf ich das als Geständnis verstehen? Nein, es war Notwehr. Mein Mandant wollte seinen Notwehr, Sohn... Ich war stinksauer! Herr Bergen, nehmen Sie bitte wieder Platz. Frau Staatsanwältin, stellen Sie Ihren Antrag. Die Beweisaufnahme hat die Anklage in allen Punkten bestätigt. Ich beantrage daher wegen vorsätzlicher Körperverletzung, § 223 StGB, Sachbeschädigung, § 303 StGB, sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, § 315b StGB, eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren, die nicht auf Bewährung ausgesetzt wird, weil der Angeklagte schon mehrfach einschlägig vorbestraft ist. Herr Verteidiger, bitte. Das Verhalten meines Mandanten hatte nichts als die körperliche Unversehrtheit seines Kindes im Sinn. Ich beantrage, meinen Mandanten von allen Anklagepunkten freizusprechen. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. René Dörfler wird zu 120 Tagessätzen auf 50 Euro verurteilt. Kommt mein Vater jetzt ins Gefängnis? Du bist Moritz, oder? Kommt mein Vater jetzt ins Gefängnis? Nein. Nein, dein Vater kommt nicht ins Gefängnis. Und? Was machen deine Männer? Emanuel geht's gut. Na also, so ein Vater-Sohn-Urlaub hat doch auch was. Ja, du gehst mir echt auf die Nerven, Mama. Ich verstehe, dass du schlechte Laune hast. Aber wenn alle, die betrogen worden sind, so rumlaufen würden wie du, dann wäre ganz wohl eine Trauerweide. Es ist aber nicht so einfach. Jetzt komm. Lass uns über Mittag nach Hause fahren. Komm. Schönen Dank. Tschüss und schönen Tag noch. Tschüss. Wo ist eigentlich Moritz? Ich glaube beim Baden. Lieber Herr Dörfler, tut mir leid, bitte nehmen Sie das Geld, bitte lassen Sie Moritz weiter singen. Ihr Franz Bergen. Das ist ein schlechtes Gewissen. Aber damit kann er unser Kind nicht kaufen. Gut siehst du aus. Bestimmt hast du schon ein Kilo abgenommen. Wie konntest du nur so ein lächerlich geringes Strafmaß aussprechen? Die Körperverletzung war vorsätzlich und brutal und er war vorbestraft. Er war vorbestraft. Seit 3 Jahren hat Dörfler sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Er betreibt ein Restaurant und hat Familie. Soll ich seinem Sohn den Vater wegnehmen? Meine Mutter entdeckt ihren Familiensinn.
Leider nur bei anderen Familien. Ich wäre auch ganz gern mit einem Vater aufgewachsen, nur so nebenbei. Jetzt lass doch endlich deinen Vater mal aus dem Spiel. Der... Wer ist denn dieser Der? Warum machst du so ein Geheimnis daraus? Hast du dich mal gefragt, was das bei mir für Spuren hinterlassen hat? Du zeigst doch immer gerne so viel Einfühlungsvermögen für andere. Wie wär's, wenn deine Tochter mal davon profitieren könnte? Fährst du bitte weiter? Was hat er dir denn angetan, dass er für dich nicht mehr existiert? Nicke, bitte. Und was du mir damit angetan hast, interessiert dich überhaupt nicht. Das mit deinem Vater hab ich zu verantworten. Aber was deine Ehe betrifft, da musst du dich schon selber fragen, was du damit zu tun hast. Zum Scheitern einer Ehe gehören immer zwei. Zum Kinderkriegen auch. Kannst du jetzt bitte weiterfahren, Nicke? Nein. Ich hab jetzt Mittagspause. Bis später. Ah, ja. Lassen Sie ihn doch wenigstens singen. Die Amerika-Reise haben wir doch schon abgeschrieben. Mein Kind können Sie dafür nicht kaufen. Herr Dörfle, bitte. Ihr Junge hat ein... Lass die Finger von ihm oder ich vergesse mich. Papa! Ja, wir machen Schluss für heute. Ihr könnt nach Hause gehen. Ich wollte ihm doch nur ein Geschenk machen, damit er seine Strafe bezahlen kann. Mehr nicht. Ich bin gar nicht beruflich hier. Der Moritz hatte wirklich eine wunderschöne Stimme. Ja, das hat er. Ja, ich wollte Sie eigentlich nicht stören. Sagen Sie, hat ein Kind nicht ein einklagbares Recht auf freie Entfaltung? Das kommt immer drauf an, aber ich darf Ihnen leider keinen anwaltlichen Rat geben. Wiedersehen, Herr Bergen. Hallo, Schatz. Alle, die ich kenne, sind weg. Dolle ist in Spanien mit ihrem Freund und Franziska in den USA. Ende nächster Woche habe ich Urlaub. Wir können ja mal wegfahren, wir beide. Kann ich nicht mal was alleine machen? Ich könnte mir auch was Lustigeres vorstellen, als mit meiner unglücklichen Mutter in Urlaub zu fahren. Trennt ihr euch? Dein Vater und ich haben uns versprochen, immer ehrlich zueinander zu sein. War blöd, was er da gemacht hat. Aber du kannst doch nicht Ehrlichkeit über Liebe stellen. Du hast geschworen, immer bei ihm zu bleiben, bis der Tod euch scheidet. Naja, aber es heißt auch, sich die Treue zu halten, bis dass der Tod euch scheidet. Weißt du, Liebe verändert sich im Laufe der Zeit. Man braucht dann neue Konstanten. Wahrhaftigkeit zum Beispiel. Wir sind aber nicht nur du. Wir sind auch nicht nur ihr beide, wir sind vier, wir sind eine Familie. Was soll ich tun? Was meinst du? Vergeben und vergessen. Clara, ich kann doch jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Aber von mir verlangst du das? Du bist egoistisch. Ich pack's wieder. Ja. Entschuldigung, ich suche Friedrich Groß, einen Anwalt. Ja, sind Sie völlig richtig, das bin ich. Guten Tag. Bergen. Wollen wir nach oben gehen? Mhm. Die erste Etage bitte, ja? Einen Tisch habe ich noch nicht, aber einen Stuhl kann ich Ihnen anbieten. Ja. Oh.
Bitte. Danke. Kaffee? Ja. Und was führt Sie zu mir? Dr. Kestle. Frau Reichert. Herr Dr. Kestle, ich habe leider keine Zeit, ich arbeite. Ich weiß doch, Arbeit kann in solchen Zeiten helfen, glauben Sie mir. Ach, ich weiß genau, wie Sie sich fühlen. Wenn Sie auf meine private Situation anspielen, soll sie auch privat bleiben. Wo haben Sie das überhaupt? Ich weiß alles, was in Fulda passiert. Das glaube ich Ihnen glatt. Nur eins noch. Hat sich Ihre Frau Mutter schon entschieden, wegen Den Haag? Das müssen Sie sich schon selber fragen. Vielleicht wären Sie ja sogar besser geeignet, rein fachlich. Hat jetzt gar nichts mit Ihrer Familie in Krise zu tun. Wobei, ein Klimawechsel ist in solchen Zeiten nicht zu verachten. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Fürsorge. Schadenfreude ist auch eine Freude. So gerne ich Sie vertreten möchte, Herr Bergen, aber damit kommen Sie nicht weit. Das würde jeder andere Anwalt auch sagen, dem es nicht nur ums Honorar geht. Ich habe selbst mal ein bisschen im Internet recherchiert. Paragraph 1685 BGB sagt... Das gilt für Großeltern und Geschwister. Richtig, oder aber für Bezugspersonen, die tatsächlich Verantwortung für das Kind tragen. Tun Sie das? Ja, selbstverständlich. In jeglicher Art. Moritz kommt sehr oft direkt von der Schule zu uns nach Hause. Er wird versorgt, gefördert, zusätzlich zu den Chorproben, Stimmbildung, Klavierunterricht. Der Begriff der Verantwortung bezieht sich nicht darauf, ob Sie sich verantwortlich fühlen, sondern wer tatsächlich die Verantwortung trägt. Das heißt also, beispielsweise eine Wohnung vorhält oder die notwendige Versorgung gewährleistet. Das tun doch wohl Moritz' Eltern, oder wollen Sie das bestreiten? Nein, natürlich nicht. Aber die Eltern werden dem Jungen auch nicht wirklich gerecht. Juristisch kommen Sie da nicht weit. Sagen Sie, ein Tisch wird sich jedoch gut machen. Ich zahle Ihnen das Doppelte, ja? Das geht mir nicht um 500 Euro mehr oder weniger. Auch wenn Sie mir das Doppelte zahlen, die Klage muss Aussicht auf Erfolg haben. Das Ganze muss einen Sinn haben. Sie müssen einfach nur mal singen hören. Schreiben Sie mir doch einfach mal auf, wie sich der Umgang mit Moritz für Sie darstellt. Warum Sie ihn fördern wollen. Und wie das Moritz Ihrer Meinung nach sieht. Hallo! Guckt mal, was ich euch mitgebracht habe. Mach mal auf. Clara, leg alles auf die Glasteller. Aber Mama, du kannst uns doch nicht... Meine gute Laune aufzwingen in eurer Trauer? Davon wird's auch nicht besser. Jetzt mach schon auf, komm. Clara, ha? Wie wär's mit ein bisschen Musik? Also ein Seitensprung hat auch was Gutes. Endlich gibt's mal was zu feiern. Prost. Auf das Leben. Ohne Seitensprung. Wär doch langweilig, oder? Hast du eigentlich mal so... Natürlich nicht. Nein. Das machen doch nur Männer. Meine Mutter, die Nonne. Ja, wie gut du mich kennst. Du bist jungfräulich befleckt worden, ich weiß schon. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Warum hast du den eigentlich Karl genannt? Ja, der sieht doch aus wie ein Karl, oder? Hermann wäre auch noch gut gewesen. Hermann? Ich kann nicht mehr, wirklich. Ich mach den nicht auf. In mein Bett kommt er nicht mehr. Der hat doch sein Zelt. Ihr seid unmenschlich. Ihr würdet den verhungern und erfrieren lassen. Also ich mach den jetzt auf. Warte, komm mit. Friedrich! Eigentlich habe ich schon geduscht, aber danke für den netten Empfang. Störe ich? Ja, du störst, aber du bist herzlich willkommen. Du hast mich eingeladen. Habe ich das? Vergessen? Entschuldigung. Wir dachten, Sie wären mein Vater. Wenn ich das Opfer einer Verwechslung geworden bin, dann stellt sich mir die Frage, welches Opfer deine Tochter bringen musste, um sich zu so einem Attentat hinreißen zu lassen. Und wenn ich dich hier so sehe, stellt sich mir die Frage, wieso du hier sitzt und nicht in deinem Penthouse bei deiner Frau. Manchmal braucht man eben einen Anstoß, um nochmal Fahrt aufzunehmen. Und den hat mir Eva Maria gegeben. Hat sie dich vor die Tür gesetzt? Und du? Bist du hier schon ganz angekommen? Ein Paradies ist es nicht. Aber die Vorstufe.
Obwohl, manchmal fehlt mir auch was. Der wahre Nachfolger des Großinquisitors, dieser Dr. Kessler. Warum Fulda? Wollte er wissen. Und warum? Was man sagt, gehört einem nicht mehr. Was man teilt, kommt wieder zurück. Morgen. Morgen. Ist das vielleicht mein Großvater? Clara. Charmante Idee, aber zu einer Vaterschaft habe ich es noch nicht gebracht. Zumindest weiß ich nichts davon. Morgen. 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 Na, gut geschlafen? Wunderbar. Danke für die Gastfreundschaft. Sie sind immer herzlich willkommen. Du hast doch nichts dagegen, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Tja, der eine kommt, der andere geht. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Fast 20 Jahre. Ah, nee, dann nicht. Clara hat heute Morgen schon gedacht, sie will ja endlich ihren Großvater kennenlernen. Ich hatte eher den Eindruck, er könnte mein neuer Schwiegersohn werden. Jesus. Seine Ehe ist schiefgelaufen, das sieht man ihm doch an. Der muss erst mal zu sich kommen. Und du dann zu ihm? Neid? Eifersucht? Oder Rache an Johannes? Was treibt dich an? Interessant, wie du reagierst. Souverän. Morgen fahre ich mit dem Fahrrad. Und was sagen Sie? Schon klar, worauf Sie hinaus wollen. Um die nackte Existenz von Moritz kümmern sich die Eltern, um alles andere sie. Durch sie wird er praktisch erst zum Menschen. Wir sind uns der Aufgabe bewusst und wollen sie auch wirklich wahrnehmen. Guter Wille reicht nicht. Wir werden damit vor Gericht nicht gewinnen. Aber Sie werden das versuchen. Ich bitte Sie, Herr Groß, ja? Nicht jede Gerichtsentscheidung ist vorhersehbar. Sie können Einfluss nehmen. Dir auch so heiß? Das wollte ich dich eigentlich auch fragen. Hey! Schau mal, ist das da drüben nicht Moritz? Kommt ihm dieser Berg nicht ein bisschen nah? Komm, wir gehen mal hin. Für Ihren Anfangsverdacht wegen Missbrauch reicht das nicht aus. Nein, aber für eine zufällige Begegnung. Komm. Bei dem Wetter? Ja, da kann man ja eigentlich nur ins Freibad gehen. Die Herrschaften kennen sich ja bereits und das ist Moritz. Hallo. Wäre es nicht besser, Sie würden den Umgang mit Moritz etwas reduzieren? Sie machen es den Eltern damit nicht einfacher. Die wissen nichts davon. Sie können den Willen der Eltern auch nicht so missachten. Man könnte ihnen alles Mögliche unterstellen. Moritz, bleib, du musst keine Angst haben. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es war doch ein sehr lustiger Abend gestern. Darf ich dir meinen ersten Schriftsatz überreichen? Keine Blumen? Gratuliere zum ersten Fall. Was ist es denn? Amelie und Franz Bergen,
fordern das Umgangsrecht für Moritz. So ein Unsinn. Die haben doch überhaupt keine Chance. Franz Bergen gibt Moritz Musikunterricht, geht mit ihm ins Schwimmbad. Franz Bergen und seine Frau haben mehr oder weniger die gesamte Verantwortung für die schulische Entwicklung von Moritz übernommen. Auch die Förderung seiner Talente. Auf der anderen Seite besteht eine intakte Familie. Oder hast du andere Informationen? Moritz wird zu Hause ständig als Arbeitskraft missbraucht. Eigentlich ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Verstoß gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz. Dann musst du das zur Anzeige bringen. Das wird aber an den mangelnden Erfolgsaussichten nach § 1685 BGB nichts ändern. Du warst doch immer für unkonventionelle Entscheidungen zu haben. Hm? Die Familie Bergen will ja nicht mit Hilfe einer Klage sich ein Kind aneignen. Sie wollen einem Kind die Möglichkeiten geben, die es braucht und die es verdient. Kennst du das nicht? Hast du nie als Kind gerne das getan, was du wolltest, auch gegen den Willen deiner Eltern? Juristisch spielt das keine Rolle. Vielleicht ergibt sich ja durch die Zeugeneinvernahme ein neues Bild. Gibt dir das intensive Interesse der Familie Bergen an einem fremden Kind nicht zu denken? Vielleicht sollten wir uns auch darüber Gedanken machen, warum wir uns so wenig für unsere Mitmenschen interessieren. Und warum uns die Ausnahme immer gleich suspekt erscheint. Was ist eigentlich mit Frankfurt? Im Moment gefällt es mir hier besser als erwartet. Sieh mal einer an. Nimm dich mal ein, du kriegst einen Sonnenbrand. Hat Papa sich schon gemeldet? Nee. Papa hintergeht dich, aber nicht Oma. Lassen wir das jetzt mal, wer hier wen hintergeht. Was suchst du denn? Mein Vater. Mein Großvater kann mein Vater auch nicht ersetzen. Nein, natürlich nicht. Aber ich möchte auch gerne wissen, warum ich nicht wissen darf, wer mein Vater ist. Wahrscheinlich, weil er Mörder oder Triebtäter ist. Nein, Scherz, aus dir ist ja auch was geworden. Mistig. Dafür kümmerst du dich heute um Haus und Hof. Du musst mal gucken, was dein Bruder macht. Verschwinde. Was kann ich Ihnen bringen? Ein Mineralwasser ohne, bitte. Ein Mineralwasser ohne Kohlensäure. In der Zeitung stand, ich soll dankbar sein für das milde Urteil. Danke, Herz. Dafür nicht, aber ich nehme die Einladung zu einem Glas Wein gerne an. Dankeschön. Was kann ich für Sie tun? Ihr Sohn arbeitet oft hier mit, oder? Er macht das gerne und er lernt was fürs Leben. Ich meine, wissen Sie, was für ein musisches Talent er hat? Wie gut er singen kann? Was der Bergen ausnutzt, 6 Wochen USA und die haben nicht uns zuerst gefragt. Nein, die haben Moritz mit der Idee kirre gemacht. Hätten Sie denn überhaupt so viel Zeit für den Jungen? Wir müssen arbeiten. Im Sommer verdienen wir nun mal am besten. Moritz weiß das. Ich kann das auch verstehen. Sie haben Kinder? Eine Tochter. Ich zwack mir Zeit ab, wo es nur geht, aber es geht halt eben nur echt zu selten. Und wenn Sie noch jemanden einstellen? Wovon denn? Soll ich noch mehr Schulden machen? Wir haben das Restaurant erst vor kurzem gekauft. Ich frage mich, warum die Bergen so einen Narren an Moritz gefressen haben. Das fragen wir uns auch. Im Chor sind 22 Jungs. Er hätte sich jeden anderen aussuchen können. Moritz singt eben sehr schön. Ich muss Ihnen sagen, dass die Familie Bergen auf den Umgang mit Moritz klagt. Wie? Sie wollen das Recht haben, Moritz öfter zu sehen. Es geht um das Umgangsrecht. Ich werde Sie noch mal vorladen müssen. Oh, nee. Oh. Gott, entschuldigen Sie. Macht ja nichts. So, bitte, bitte sehr. Nein, nein. Ist schon gut. Danke sehr. Sie müssen meinen Mann entschuldigen. Er meint es nicht so. Davon gehe ich aus. Ja, ist ja nicht so schlimm. Aber ein bisschen Selbstkontrolle wäre nicht schlecht, oder? Mein Mann liebt seinen Sohn über alles. Nichts ist ihm wichtiger.
Dass er jetzt so schuftet, das macht er doch nur für ihn. Mein Mann hat sich selbst noch nie was gegönnt. Wie lange kennen Sie ihn denn schon? Seit der Schule. Wir waren 17. Die erste große Liebe. Karin! Wir mussten sehr lange auf Moritz warten. Karin! Und... Karin! Entschuldigen Sie mich. Wiedersehen. Wiedersehen. Es gibt ein paar Dinge, die ein Mann zum Überleben braucht. Vor allem sein Verstand. Überall lauern Gefahren. Wie in der Schule. Mhm. Immer muss man damit rechnen, auf sich alleine gestellt zu sein. Wie jetzt? Wenn er von einem wilden Tier überfallen wird. Ach, hallo, mein Schatz. Na, wie ist es in der Wildnis? Ich habe euch Verpflegung mitgebracht und dir ein paar neue Comics. Ich will nicht, dass unsere Kinder ihren Vater vermissen. Ein Neuanfang? Ich habe das Vertrauen verloren. In uns. In unsere Beziehung. Ich weiß auch, welchen Anteil ich daran habe. Es geht jetzt auch nicht um eine andere Frau. Johannes, wir passen einfach nicht zueinander. Nike, wir haben doch versucht... Ja, wir haben versucht, uns wegen der Kinder zu lieben, aber wir lieben uns schon lange nicht mehr. Wollen wir uns noch mal was versprechen? Wir helfen uns gegenseitig, uns zu trennen. Dann können wir immer füreinander da sein. Danke für die Blumen. In diesen Olymp willst du also aufsteigen. Ein kleines Amtsgericht, mehr nicht. Deine Umgangsklage wirft dir ein Licht darauf, wie es um dich steht. Warum wühlst du in meinen Wunden? Warum bist du eigentlich hierher gekommen? Weil es deine kleine Erinnerung gibt. Es liegt lange zurück. Außerdem ist damals gar nichts passiert. Weil du nicht wolltest. Weil du in anderen Händen warst. Aber nicht mehr bin. Ich bin wegen dir hier. Nur wegen dir. Deswegen mietest du dir hier eine Wohnung an? Lässt dich hier in Fulda als Anwalt nieder, gibst deine Riesenkarriere in Frankfurt auf. Wegen mir? Nur um mich aus meiner Einsamkeit zu befreien? Du wirst endlich aufzureden. Wann du willst. Wenn irgendjemand davon erfährt, werden wir im Gerichtssaal nichts mehr miteinander zu tun haben. Könnte aber auch sein, dass ich mich vor Aufträgen nicht mehr retten kann. Ach, Friedrich. Lass uns überlegen, was aus uns werden soll, bevor wir uns noch mal so nahe kommen. Nike? Sucht ihren Vater. Endlich. Wo ist sie denn?
Tag. Nike Reichert, wir hatten telefoniert. Bin ich zu früh? Ah, ja. Nein, nein. Kommen Sie rein. Danke. Tee? Kaffee? Milch? Wasser? Versprechen Sie mir, meiner Mutter nichts zu verraten. Soll wirklich eine Überraschung werden. Sie können sich auf mich verlassen. Ein schöneres Geburtstagsgeschenk kann man gar nicht machen. Und kennen Sie denn noch andere Freunde von Lena aus dem zweiten Semester? Warum nur das zweite Semester? Das war ja das Wichtigste und alle kann ich ja auch nicht einladen. Und Sie waren tatsächlich mit meiner Mutter befreundet? Und Sie haben tatsächlich mit meiner Mutter zusammen gewohnt? Ja. Und Sie waren tatsächlich mit meiner Mutter in Urlaub? Ja. Und Verzeihung, haben Sie auch mit meiner Mutter geschlafen? Hallo? Wo bist du denn? Wo warst du denn heute Nacht? Wenn man einmal nicht zu Hause ist. Woher weißt du? Fulda, sag ich nur. Guten Morgen, Frau Bergen. Hallo, komme ich jetzt unpassend? Es tut mir leid, dass ich mich nicht angemeldet habe. Das war eine spontane Idee von mir. Es geht um Ihre Klage auf Umgang mit Moritz. Ja, ich habe jetzt eigentlich einen Termin. Den kannst du doch verschieben, Franz. Moritz ist wichtiger. Ja, kommen Sie rein. Wir sind der Meinung, dass Moritz was Besseres verdient als jeden Tag Küchendunst. Alles für Moritz. Also, wissen denn die Eltern von dem Zimmer? Es würde sie nur noch mehr gegen uns aufbringen. Also, ich würde jetzt Ihr Angebot zu einer Tasse Tee gerne annehmen. Wie sind Sie überhaupt auf Moritz gestoßen? Meine Frau, die ihn unterrichtet in der ersten Klasse. Sie hat seine ausgezeichnete Stimme entdeckt. So kam er zum Chor, zum Musizieren und so kam er auch zu uns. Er fühlt sich hier wohl. Wir unterstützen ihn. Wir verbringen mit ihm seine Freizeit. So als wäre Moritz Ihr eigener Sohn. Ja, so ein bisschen. Wollten Sie nie eigene Kinder? Ich kann keine Kinder kriegen. Leider, aber deshalb will mir niemals jemand anderen sein Kind wegnehmen. Verstehen Sie, es geht uns nur darum, dass Moritz nicht mehr lügen muss, wenn er zu uns will. Er soll sich nicht mehr fürchten. Deshalb die Klage. Manche Leute vernachlässigen ihre Kinder, prügeln sie, werfen sie sogar weg. Hier streiten sich zwei Paare um ein Kind. Ist Moritz wohl ein Glückskind? Glauben Sie? Früher manifestierte sich der Anspruch auf Herrschaft bei Königen und Fürsten, Päpsten und Bischöfen, Orden und Zünften vor allem durch Rechtsprechungsakte. So konkurrierten geistliche und weltliche, städtische und fürstliche Gerichtsorgane und Instanzen ständig miteinander oder ja, besser gesagt gegeneinander, was vor allem in den Städten des europäischen Spätmittelalters deutlich wurde. Diese Willkür setzte Napoleon Bonaparte am 21. März 1804 ein Ende. Ja, und Mitte des 19. Jahrhunderts übernahm dann auch Hessen das französische Recht. Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen wollen. Ich sehe Sie ihn doch an der Nasenspitze an. Ihre Tochter gibt Sie frei. Ich war noch nie eine Gefangene, aber eine Unwissende. Ja, tun sich keinen Zwang an. Sie kennen doch Herrn Bergen ganz gut. Der Chor der Gefangenen, sage ich nur. Er ist unser Dirigent. Warum will Franz Bergen das Umgangsrecht an einem fremden Kind einklagen? Sollen wir nicht unsere Nächsten lieben wie uns selbst? Auf Kosten einer Familie, eines Kindes? Den Haag. Soll ich die Sache in Ihrem Interesse weiterverfolgen? Um meine Interessen kümmere ich mich schon selbst. Sie sollen apropos den Anwalt Friedrich Groß ganz gut kennen. Wollen Sie nicht deutlicher werden? Alles zu seiner Zeit. Ich war bei Friedrich. Ich weiß. Ich war in Frankfurt. Kann ich mir denken. Ich werde dir sagen, wer dein Vater ist. Das hast du schon oft versprochen.
Verzeihung, ich hoffe, Sie muss nicht zu lange warten. Gut. Ich habe Sie geladen, weil ich mir für Moritz von einer gütlichen Einigung mehr verspreche als von einem Urteil. Ich bitte Sie, lassen Sie uns zu einem Kompromiss finden. Eine Richterin muss nicht immer ein gerechtes Urteil fällen, wenn sie recht spricht. Als Erwachsener wird man Kindern nicht immer gerecht, auch wenn man das Beste für sie will. Können Sie sich eine Lösung vorstellen, die verbindet und nicht trennt? Ich meine, Sie kennen sich doch seit Jahren und in gewisser Weise schätzen Sie sich doch auch. Also gut, dann mache ich jetzt einen Vorschlag. Die Familie Bergen zieht ihr Umgangsrechtsbegehren zurück. Im Gegenzug räumen die Eltern von Moritz ihrem Sohn eine klar definierte Besuchszeit bei den Bergen ein. Auf keinen Fall. Wir werden uns nicht vorschreiben lassen, wer unser Kind sehen darf. Das entscheiden alleine wir. Herr Dörfler, wenn Sie sich nicht bewegen, bewegen wir uns auch nicht. Haben die Herren Anwälte vielleicht eine Idee? Nö. Nein. Ich muss feststellen, dass dieser Gütetermin zu keiner Einigung geführt hat. Nun liegt es an Ihnen, so zu handeln, dass es zu keinem Streittermin kommen muss. Das können meine Mandantschaft und ich nicht ausschließen. Nur zu. Sie haben keine Chance zu gewinnen. Das ist doch Moritz. Moritz? Okay, für heute. Vielen Dank. Danke euch. Danke. Der Herr hat für uns alle gelitten. Das sollte reichen. Ganz ehrlich, wie schätzt du meine Chancen ein? Du brauchst dir bei der Richterin Kaltbach keine großen Hoffnungen zu machen. Ihre Liebe zur eigenen Tochter war nicht sehr ausgeprägt, wie man hört. Ich bin der Vater von Moritz. So? Dann haben wir ja eine ganz neue Lage. Besteht das Verhältnis fort? Ich bin nur Samenspender gewesen, mehr nicht. Mehr nicht? Das reicht aber, um deine Anstellung bei der Kirche zu gefährden. Ich sehe schon die Überschriften in allen Zeitungen. Kantor als Samenspender in großen Lettern. Franz, was ist bloß indisch gefahren? Na, mein Angler! Ui, halt hoch! Na, Karneval, ich hab dich so vermisst. Nächstes Mal geh ich mit zum Angeln. Boah, hast du den gefangen? Oh, wie geht's dir? Gut. Kann ich noch zum Essen bleiben? Klar. Hallo? Können wir Sie sprechen? Ja, natürlich. Kommen Sie rein. Danke. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Wir wollten die Familie der Dörflers nicht zerstören. Können Sie beweisen, dass Sie der Vater von Moritz sind? Ja. Wir haben einen DNA-Test machen lassen. Die Vaterschaft von Franz Berger und Moritz Dörfler ist bewiesen. Wie sind Sie überhaupt dahinter gekommen? Samenspenden sind doch anonym. Sehen Sie einen Unterschied? Als meine Freundin Jung das erste Mal sah, ist sie die Ähnlichkeit sofort aufgefallen. Aber erstmal hat ja niemand daran gedacht. Ich wusste ja auch nicht, dass mein Mann sich sein Studium mit dieser Tätigkeit finanziert hat. Auch wenn man sowas verschweigt, man vergisst das nicht. Und nach einem Jahr habe ich es dann auch für möglich gehalten, dass Moritz wirklich mein Sohn ist. Sagen Sie, kann uns das was nützen, wenn es zu einem Gerichtstermin kommt? Nein, überhaupt nicht. Es geht um das Umgangsrecht, nicht um die Vaterschaft. Ja gut, dann ziehen wir die Klage zurück. Ja, das würde ich Ihnen auch raten. Aber hat ein Vater nicht das Recht auf Umgang mit seinem Kind? Die Frage ist, ob ein Samenspender auch als Vater im Sinne des Gesetzes angesehen werden kann. Da bin ich im Moment überfragt. Können Sie das prüfen?
Eigentlich arbeite ich nicht mit Mandanten zusammen, die nicht die Wahrheit sagen. Wenn es kein Vertrauensverhältnis gibt zwischen Anwalt und Mandant, kann man nichts erreichen. Sie sagten eigentlich? Ja, das sagte ich. In diesem Fall würde ich gerne noch mal drüber nachdenken. Kann ich das behalten? Natürlich. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. Super, eure Disziplin, echt. Ich bewundere euch. Ich werde mir eine kleine Wohnung um die Ecke nehmen. Wegen der Kinder. Du kannst immer gerne herkommen. Zu deinem Vertrag über Wahrheit, auf den du so pochst. Ja? Verträge werden gebrochen. Sonst hättest du keine Arbeit mehr. So sind wir Menschen. Das ist ja eine seltsame Rechtfertigung für einen Betrug. Dir wird erst jetzt klar, was du verlierst. Dein schönes Haus, deine tollen Kinder, Lena. Dich. Ach, bitte. Das wird nicht sentimental. Es gab einen Grund für deine Affäre. Unsere Beziehung. Die keine mehr war. Wir haben es einfach nicht gepackt, so ist das. Ja, so ist das. Johannes, eine gute Beziehung haben wir nicht hingekriegt, aber vielleicht schaffen wir eine gute Trennung. Denk an unser Versprechen. Ja? Lena, hier ist Friedrich. Sag mal, können wir uns morgen sehen? Privat? Ich weiß nicht. Beruflich. Ganz interessante Sache. Geht um Moritz. Aber ein ganz neuer Aspekt. Dann komm doch morgen bei mir im Büro vorbei. Franz Bergen ist der Vater von Moritz. Also, der Samenspender. Was? Wie wär's, wenn wir uns am Markt treffen? Du hast wirklich keine Sensibilität für diese Stadt. Wir sind nicht glücklich darüber, was unser geschätzter Kantor in seiner Jugend gemacht hat. Aber wir sind ganz und gar unzufrieden, wenn es zu einem Prozess kommen sollte. Mir ist ja auch nicht daran gelegen, also dass... denken Sie nicht an eine Klage. Ich liebe meinen Sohn, ich will ihn zumindest sehen. Sie wissen, was in Ihrem Arbeitsvertrag steht. Ihr Verhalten muss mit den kirchlichen Werten übereinstimmen. Verstehst du nicht? Dein Job steht auf dem Spiel. Franz, ich bitte dich. Auch nach kanonischem Recht ist es nicht verboten, um sein Kind zu kämpfen. Und die Samenspende erfolgte ja, als ich noch nicht bei der katholischen Kirche angestellt war. Wenn Sie einer verheirateten Frau zu einem Kind verhelfen, das sie von ihrem Ehemann nicht empfangen kann, so begehen Sie Ehebruch. Die Kirche verurteilt dies. Daran sollten Sie denken, wenn Ihnen etwas an Ihrer Arbeit liegt. Mir liegt daran. Sehr sogar. Aber mir liegt auch an meinem Sohn. So, und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe Kurprobe. Unsere Schafe sind schon verwirrt. Wir wollen ihre Verwirrung mildern, statt sie weiter anzustacheln. Auf keinen Fall dürfen wir unsere Kirche in diese Angelegenheit hineinziehen. Die Richterin ist ein unbequemer Geist. Sie wird jedwede Einmischung als Aufforderung verstehen, genau das Gegenteil von dem zu machen, was man von ihr verlangt. Wer ist der Amboss? Und wer ist der Hammer? Ich tue, was ich kann. Ich sehe auch schon in Den Haag, wenn der Fall verhandelt wird. Sie werden es schaffen, weil Sie es schaffen müssen. Ich wollte mich revanchieren. Sehr unklug. In aller Öffentlichkeit. Vielleicht gibst du auch gleich noch unsere Verlobung bekannt. Wärst du dazu bereit? Eine schnelle Hochzeit wäre mir lieber, aber du bist ja noch nicht mal geschieden. Sag mal... Hältst du eine Klage von Franz Bergen auf Anfechtung der Vaterschaft von René Dörfler für aussichtsreich? Das kann ich dir erst sagen, wenn ich deinen Schriftsatz kenne. Welche Chancen siehst du denn juristisch? Friedrich, ich darf dazu nichts sagen. Auch dir nicht. Aber du bist dazu verpflichtet, den Kontakt zu den Verfahrensbeteiligten zu halten. Kontakt heißt nicht Beischlaf. Kontakt heißt nicht Kumpanei. Kontakt heißt nicht Blumen als Geschenk. Also nimm sie wieder mit. Lena, ich...
Ich habe Nike nie gesagt, wer ihr Vater ist. Und das war ein Fehler. Ein katastrophaler. Bitte lass mich. Wenn ich dir helfen kann. Jetzt hast du gerade mal einen Mandanten. Und dann willst du mit dem Fall bis vor das Bundesverfassungsgericht. Dazu brauche ich aber erst mal ein Urteil von dir. Nimm die Blumen wieder mit. Ein wahrer Gentleman. Für unsere Frau Kalbach nehme ich an. Wollte mich für das Mandat bedanken, zu dem Sie mir gewissermaßen verholfen haben. Ich werde ihn meiner Frau überreichen, wenn sie in Recht ist. Haben Sie einen Augenblick? Natürlich, Herr Dr. Kessel. Lassen Sie den Doktor. Ja, wie ich höre, haben Sie sich schon eingelebt, ja? Neue Kontakte geknüpft, alte wieder aufgewärmt. Schön, sehr schön. Ja? Der Herr Bergen ist ganz angetan von Ihnen. Freut mich. Mich weniger, wenn ich ehrlich bin. Ja? Wenn die Sache öffentlich wird, ja, und dann auch vor Gericht kommen mit der Samenspende, ja, wem ist dann damit geholfen? Wie sieht denn Ihre Strategie aus? Ich sagte ja schon, die Rechtsprechung Ihres Gerichts in Familienangelegenheiten ist bemerkenswert. Bemerkenswert scheint mir eher Ihre Bekanntschaft mit Frau Kalbach, die Sie mir verschwiegen haben. Was wollt ihr damit sagen, wenn ich fragen darf? Das gedeihliche Miteinander liegt mir am Herzen, nicht das Gegeneinander. Lassen Sie mich wissen, was Sie vorhaben. Stellen Sie die Blumen doch bitte ins Wasser, ja? Herr Dörfler? Wir schließen gerade, aber um 6 machen wir wieder auf. Ich würde gerne mit Ihnen und Ihrer Frau in Ruhe reden. Geht das jetzt? Hört das jetzt nie auf? Wo ist denn Moritz? Im Freibad. Dann setzen Sie sich mal. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir reingehen. Wir haben nichts zu verbergen. Warum haben Sie mir denn nicht erzählt, dass Sie eine Samenspende empfangen haben? Was soll das heißen? Franz Bergen wird eine Klage auf Anerkennung seiner Vaterschaft einreichen. Also davon gehe ich nach einem Gespräch mit seinem Anwalt aus. Moritz ist nicht mein Kind? Franz Bergen behauptet, der leibliche Vater von Moritz zu sein. Ist er komplett wahnsinnig geworden? Glaubt der Irre wirklich, dass er der Leibliche? Ich habe eine Samenspende bekommen. Du warst nicht zeugungsfähig. Das haben mir mehrere Ärzte bestätigt. Du weißt, wie oft wir da waren. Ich liebe dich. Deshalb habe ich das mit der Spende gemacht. Die ist von diesen Bergen? Das weiß ich nicht. Ich habe doch nur ein Plastikröhrchen bekommen. Du bist nicht schwanger von mir? Nein. Moritz, na? Wie war's im Schwimmbad? Hat Spaß gemacht. Könnten Sie mit ihm sprechen? Ich weiß nicht. Moritz, hä? Gehst du mit mir ein bisschen spazieren? Ja. Ja, dann komm mit. Jetzt mein Vater. Wenn du in Gefahr wärst, zu wem würdest du denn gehen? Also stell dir mal vor, du wärst im Urwald und ein wildes Tier kommt auf dich zu. Bei wem würdest du Schutz suchen? Bei Papa. Bei René? Ja. Daran wird sich auch nichts ändern. Egal, was das Gericht dazu sagt. Thank you.
Danke. Vorteil, wenn man allein ist. Mein lieber Karl, beschwer dich nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Alle ausgeflogen, ha? Huh? Ausgerechnet heute. Ah, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Manni. Lass es doch nicht vergessen. Nein. Hast du doch dran gedacht. Ich habe auch noch ein paar alte Freunde mitgebracht, die dir gratulieren wollen. Augen zu. Stopp. Augen auf. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Kennst du die noch? Das ist ja eine Überraschung. Helmut. Rainer? Wolfgang? Dieter? Wolfgang Zeit? Welcher von Ihnen ist jetzt mein Vater? Dein Vater? Ja. Keiner. Tut mir leid, aber der ist nicht dabei. Wie? Aber du warst mit allen befreundet. Du hast mit ihnen gewohnt, hast mit ihnen gelebt. Ja, aber ich war mit keinem von denen im Bett. Nicke, meine kleine Nicke. Ich verspreche dir, du lernst ihn kennen. Morgen. Wir besuchen ihn einfach. Hm? Aber jetzt lass uns erst mal feiern. Alles Liebe, Oma. Oh, ich danke dir. Ich stelle erst mal die Küche. Ja. 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 Alles Gute zum Geburtstag. Mein Freund, wie süß. Und ein Geschenk. Ein Geschenk auch noch. Danke dir. Ha, Lena. Wolfgang. Nur einen. Er war der Erste und für lange Zeit auch der Einzige. So hatte ich aber keiner gesehen. Eher so wild. Image habe ich mir zugelegt. Genau das Gegenteil von dem, was ich war. Etwas verklemmt, unsicher, aber vor allem unerfahren. Ich war mit 21 immer noch Jungfrau. Jahre später dran als all die anderen. Ich habe ihn in Frankfurt kennengelernt. An der Uni. Er war Assistent, politisch aktiv, eine Erscheinung. Er sollte der Erste sein. Und so kam es dann auch. Wir sind nach Paris gefahren, ein kleines Hotel. Und dann warst du bereits unterwegs. Warum hast du mir nie gesagt, wer er ist? Tja, warum? Als ich ihm sagte, dass ich schwanger bin, hat er mir 200 Mark gegeben für eine Fahrt nach Holland. Ich habe ihn dann lange nicht gesehen. Er war im Ausland, kam als Professor nach Frankfurt zurück, hat Bücher verfasst, lange das Psychologische Institut geleitet. Er weiß erst seit kurzem, dass es dich gibt. Ein Mann, der sein Kind nicht will, der soll auch nichts davon haben. Das habe ich gedacht. War vielleicht falsch. Wenn du willst.
Danke, Mama. Was ist mit Den Haag? Ich habe mit denen selbst telefoniert. Es gibt diesen Freund von Kästle. Es gibt auch offene Stellen, aber ich glaube, die suchen eher so jemanden wie dich. Alleinerziehend, zwei Kinder in Trennung lebend. Jetzt hör auf. Ich halte es wirklich für eine große Chance für dich. Willst du nicht wegen Friedrich? Nein. Vielleicht doch. Ich finde, ihr passt gut zusammen. Ihr seid so gegensätzlich. Und was ist mit dir und Johannes? Er ist vorbei. Ich glaube, wir sind beide ganz froh drum. Und die Kinder stellen sich gut drauf ein. Er geht ihnen ja nicht verloren. Und was ist mit dir? Du eiferst mir nach, oder was? Alleinerziehend und à la carte. Wie, sage ich dir. Mach dir mal keine Sorgen. Ta-ta-ta-ta! Ein Klavier für Klavier. Ja. Ich habe eine Idee. Du gehst nicht nach Den Haag. Du bleibst hier, lässt dich pensionieren und wir gründen eine gemeinsame Kanzlei. Groß, Karlbach und Partner. Oder Karlbach, Groß und Partner. Aber nicht in Fulda, in Frankfurt. Darüber würde ich gerne noch mit dir verhandeln. Nach unserem Fall. Richtig. Du hast bestimmt viele Familien glücklich gemacht. Werd schon so ein Mann. Die werden mich rausschmeißen. Die katholische Kirche ist in solchen Dingen gnadenlos. Dann verkauf mir das Haus und gründe eine Musikschule. Das war eine gute Idee von mir. Du hast recht, ich hätte der ganzen Sache vor 10 Jahren niemals zugestimmt. Dann gäb's ihn heute nicht. Tja, mein lieber Dietrich, ich lasse unsere Lena Kalbach natürlich nicht sehr ungern ziehen, aber für dich und Den Haag, da wäre sie eine absolute Bereicherung. Noch Tass Kaffee und dann schauen wir uns die Dame mal an. Aufruf kommt die Sache Franz Bergen gegen Remy und Moritz Dörfler. Da wir uns ja nicht zum ersten Mal sehen, müssen wir uns nicht mit Formalien aufhalten. Franz Bergen hat eine Vaterschaftsanfechtungsklage gegen Remy Dörfler erhoben. Die offensichtlich unzulässig ist. Offensichtlich ist vor allem, dass wir es hier mit einem Fall zu tun haben, der sich nicht so einfach nach dem Buchstaben des Gesetzes lösen lässt. Das will ich meinen. Und ich will meinen, dass ein gerichtliches Urteil, wie auch immer es ausgeht, hier nicht weiterhilft. Moment mal. Was meinen Sie damit? Darf ich ausführen? Entschuldigung, Frau Richterin. Angenommen, ich teile die Auffassung von Dr. Placke und lehne die Klage ab. Was geschieht dann? Sie, Herr Rechtsanwalt Groß, werden Ihren Mandanten raten, in Berufung zu gehen. Davon können Sie ausgehen. Und würden Sie in der Berufung keinen Erfolg haben, würden Sie in Revision gehen. Und würde die nicht zugelassen, würden Sie nicht Zulassungsbeschwerde einlegen. Und würde die nicht zugelassen, würden Sie Verfassungsbeschwerde einlegen. Schlechte Chancen hätten Sie nicht. Würde aber Jahre dauern.
Jahre, in denen Moritz erwachsen würde und begreifen würde, dass Erwachsenwerden vor allem eins bedeutet: stur und unnachgiebig auf seinen Standpunkt zu beharren. Respekt, Frau Richterin, so sehen wir das auch. Ich bin noch nicht am Ende. Nehmen wir mal die andere Möglichkeit an. Ich gebe der Klage von Herrn Bergen statt. Unzulässig, würde der Anwalt der Beklagten sagen, würde mit Revision dem Verfassungsgericht drohen. Aber auch in diesem Fall wäre Moritz nach all diesen Prozessen längst erwachsen. Was glauben Sie, würde er davon halten? Was wollen Sie uns noch damit sagen? Sie können hier oder vor anderen Gerichten so lange um Moritz streiten, bis er weder von Ihnen noch von Ihnen etwas wissen will. Haben die Herren Anwälte einen Vorschlag? Ich werde kein Urteil fällen. Nein, das werde ich nicht. Die Sitzung ist unterbrochen. Das war mein letzter Fall. Was bilden wir uns eigentlich ein? Über andere Menschen zu entscheiden, zu urteilen, zu richten. Was für eine Farce im Namen der Gerechtigkeit. Ich will nicht mehr. Lena? Frau Richterin? Mama? Die Sitzung wird fortgeführt. Ich bitte Herrn Bergen und Herrn Dörfler, jeweils eine Hand von Moritz zu ergreifen. Ja, bitte. Nehmen Sie das Kind, das Sie so lieben, an die Hand. Und jetzt ziehen Sie dran. Wer es schafft, Moritz auf seine Seite zu ziehen, hat gewonnen. Oh, Spitzi, wir sind doch hier nicht im Mitspieltheater. Ja, das mag Ihnen mittelalterlich vorkommen, aber haben Sie sich zivilisierter verhalten im Kampf um Moritz? Was ist? Na los, ziehen Sie. Ich glaube, wir lassen das mal. Ja, so. So geht das wirklich nicht. Danke. Herr Bergen, Herr Dörfler, bitte nehmen Sie wieder Platz. Moritz, du darfst dich auch setzen. Ich bin sehr froh, kein Urteil sprechen zu müssen. Ich denke, wir können von einer Vereinbarung ausgehen. Dann gebe ich folgenden Vergleich zu Protokoll. Herr Bergen zieht seine Klage zurück. Im Gegenzug verpflichtet sich die Familie Dörfler, ihrem Sohn jeden Besuch bei der Familie Bergen zu gestatten. Und darüber hinaus jeden Umgang, den Moritz sich wünscht. Alle weiteren Fragen, die Moritz betreffen, entscheidet die Familie Dörfler alleine. Die Verhandlung ist geschlossen. Gratuliere. Darf ich Ihnen meinen lieben Freund vorstellen, Dietrich Schwerkraft, Den Haag? Sie wissen. Gratuliere. Das war meine letzte Verhandlung.
Freut mich. Sie gehören nach Den Haag. Ich wusste es. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Aber das war heute mein letzter Verhandlungstag als Richterin. Sie geben auf. Ich höre auf. Lena? Sauer? Dass du dich mit deinem ersten Fall nicht gleich bis zum Verfassungsgericht hochklagen kannst? Zugegeben etwas überrascht, wie du das hingewogen hast, aber. Und? Frankfurt oder Fulda? Jetzt gehen wir erstmal essen. Und dann entscheiden wir diese Sache. Es geht um das Umgangsrecht, nicht um die Vaterschaft. Ja gut, dann ziehen wir die Klage zurück. Ja, das würde ich Ihnen auch raten. Aber hat ein Vater nicht das Recht auf Umgang mit seinem Kind? Die Frage ist, ob ein Samenspender auch als Vater im Sinne des Gesetzes angesehen werden kann. Da bin ich im Moment überfragt. Können Sie das prüfen? Eigentlich arbeite ich nicht mit Mandanten zusammen, die nicht die Wahrheit sagen. Wenn es kein Vertrauensverhältnis gibt zwischen Anwalt und Mandant, kann man nichts erreichen. Sie sagten eigentlich? Ja, das sagte ich. In diesem Fall würde ich gerne noch mal drüber nachdenken. Kann ich das behalten? Natürlich. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. Super, eure Disziplin, echt. Ich bewundere euch. Ich werde mir eine kleine Wohnung um die Ecke nehmen. Wegen der Kinder. Du kannst immer gerne herkommen. Zu deinem Vertrag über Wahrheit, auf den du so pochst. Ja? Verträge werden gebrochen. Sonst hättest du keine Arbeit mehr. So sind wir Menschen. Das ist ja eine seltsame Rechtfertigung für einen Betrug. Dir wird erst jetzt klar, was du verlierst. Dein schönes Haus, deine tollen Kinder, Lena. Dich. Ach, bitte. Das wird nicht sentimental. Es gab einen Grund für deine Affäre. Unsere Beziehung. Die kann nicht mehr wahr. Wir haben es einfach nicht gepackt, so ist das. Ja, so ist das. Johannes, eine gute Beziehung haben wir nicht hingekriegt, aber vielleicht schaffen wir eine gute Trennung. Denk an unser Versprechen. Ja? Lena, hier ist Friedrich. Sag mal, können wir uns morgen sehen? Privat? Ich weiß nicht. Beruflich. Ganz interessante Sache. Geht um Moritz. Aber ein ganz neuer Aspekt. Dann komm doch morgen bei mir im Büro vorbei. Franz Bergen ist der Vater von Moritz. Also, der Samenspender. Was? Wie wär's, wenn wir uns am Markt treffen? Was soll das heißen? Franz Bergen wird eine Klage auf Anerkennung seiner Vaterschaft einreichen. Also, davon gehe ich nach einem Gespräch mit seinem Anwalt aus. Moritz ist nicht mein Kind? Franz Bergen behauptet, der leibliche Vater von Moritz zu sein. Ja.
Ist er komplett wahnsinnig geworden? Glaubt er irre wirklich, dass er leiblich ist? Ich habe eine Samenspende bekommen. Du warst nicht zeugungsfähig. Das haben mir mehrere Ärzte bestätigt. Du weißt, wie oft wir da waren. Ich liebe dich. Deshalb habe ich das mit der Spende gemacht. Die ist von diesen Bergen? Das weiß ich nicht. Ich habe doch nur ein Plastikröhrchen bekommen. Du bist nicht schwanger von mir. Nein. Moritz, na, wie war's im Schwimmbad? Hat Spaß gemacht. Ich kann das nicht. Hey, Hase. Könnten Sie mit ihm sprechen? Ich weiß nicht. Moritz, hä? Gehst du mit mir ein bisschen spazieren? Ja. Ja, dann komm mit. Mein Vater? Wenn du in Gefahr wärst, zu wem würdest du denn gehen? Also stell dir mal vor, du wärst im Urwald und ein wildes Tier kommt auf dich zu. Bei wem würdest du Schutz suchen? Bei Papa. Bei René? Ja. Daran wird sich auch nichts ändern. Egal, was das Gericht dazu sagt. Danke. Ich wollte ihm doch nur ein Geschenk machen, damit er seine Strafe bezahlen kann. Mehr nicht. Ich bin gar nicht beruflich hier. Der Moritz hatte wirklich eine wunderschöne Stimme. Ja, das hat er. Ja, ich wollte Sie eigentlich nicht stören. Sagen Sie, hat ein Kind nicht ein einklagbares Recht auf freie Entfaltung? Das kommt immer drauf an, aber ich darf Ihnen leider keinen anwaltlichen Rat geben. Wiedersehen, Herr Bergen. Hallo, Schatz. Alle, die ich kenne, sind weg. Dorle ist in Spanien mit ihrem Freund und Franziska in den USA. Ende nächster Woche habe ich Urlaub. Wir können ja mal wegfahren, wir beide. Kann ich nicht mal was alleine machen? Ich könnte mir auch was Lustigeres vorstellen, als mit meiner unglücklichen Mutter in Urlaub zu fahren. Trennt ihr euch? Dein Vater und ich haben uns versprochen, immer ehrlich zueinander zu sein. War blöd, was er da gemacht hat. Aber du kannst doch nicht Ehrlichkeit über Liebe stellen. Du hast geschworen, immer bei ihm zu bleiben, bis der Tod euch scheidet. Naja. Aber es heißt auch, sich die Treue zu halten, bis dass der Tod euch scheidet. Weißt du, Liebe verändert sich im Laufe der Zeit. Man braucht dann neue Konstanten. Wahrhaftigkeit zum Beispiel. Wir sind aber nicht nur du. Wir sind auch nicht nur ihr beide, wir sind vier, wir sind eine Familie. Was soll ich tun, was meinst du? Vergeben und vergessen. Clara, ich kann doch jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Aber von mir verlangst du das? Du bist egoistisch. Ich pack's wieder. Ja. Entschuldigung, ich suche Friedrich Groß, einen Anwalt. Ja, sind Sie völlig richtig, das bin ich. Guten Tag. Bergen. Wollen wir nach oben gehen? Mhm. Die erste Etage bitte, ja?
Einen Tisch habe ich noch nicht, aber einen Stuhl kann ich Ihnen anbieten. Ja. Oh. Bitte. Danke. Kaffee? Ja. Und was führt Sie zu mir? Dr. Kestle. Frau Reichert. Herr Dr. Kestle, ich habe leider keine Zeit, ich arbeite. Ich weiß doch, Arbeit kann in solchen Zeiten helfen, glauben Sie mir. Ach, ich weiß genau, wie Sie sich fühlen. Wenn Sie auf meine private Situation anspielen, soll sie auch privat bleiben. Wo haben Sie das überhaupt? Ich weiß alles, was in Fulda passiert. Das glaube ich Ihnen glatt. Nur eins noch, hat sich Ihre Frau Mutter schon... Schade, dass es nie so zu Ende geht, wie es angefangen hat. Glücklich. Aber wenn eine Tür zugeht, dann geht irgendwo wieder eine Tür auf. Du bist jetzt schon über 2 Jahre hier. Dabei wolltest du nach 6 Wochen wieder zurück sein. Ich habe Familie gerochen. Wahrscheinlich brauche ich das so, ein Nest. Geborgenheit, füreinander da sein. Leider bricht die Familie auch gerade auseinander. Wegen einem Seitensprung. Aber vielleicht kommen sie auch wieder zusammen. Was willst du eigentlich hier, Friedrich? Muss man dir immer noch alles aus der Nase ziehen? Napoleon ist ja doch auch schon vorbeigekommen. Er hat aber eine Seuche hinterlassen. Und in Courtzéville. Was kann ich für Sie tun? Die Rechtsprechung des Gerichts ist anerkannt. Im Kleinen wird hier das Große entdeckt. Fälle aus Fulda landen immer wieder vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. Im letzten Jahr hat es einen Fall, der hier in Fulda seinen Anfang nahm, bis vor das Bundesverfassungsgericht geschafft. Herr Groß, ich kenne Ihren Schwiegervater. Er hat viel Geld gemacht mit großen Wirtschaftsprozessen. Warum wollen Sie sich hier niederlassen? Die Wahrheit macht einen schnell zu einem Gefangenen. Sie sind in Frankfurt gescheitert. Gehe ich zu weit? Napoleon ist auch nicht hierher gekommen wegen dem Schloss, sondern wegen der Völkerschlacht. Wo wollen Sie denn hin, wenn Sie sich hier niederlassen? Ich möchte einfach nur mal ganz von vorne anfangen. Ist Ihre Ehe gescheitert? Kommen Sie mal mit. Sehen Sie das alte Gebäude da drüben? Da sollten Sie sich mal umschauen. Ein geradezu idealer Platz für ein Büro. Wir hätten praktisch Sichtkontakt. Ja, du hast doch gesagt, dass ich erst mal das Zimmer... Ich wollte dich überhaupt nicht mehr sehen. Komm, lass uns eine Runde machen. Ich dachte... Ach, Friedrich! Eigentlich habe ich schon geduscht, aber danke für den netten Empfang. Störe ich? Ja, du störst, aber du bist herzlich willkommen. Du hast mich eingeladen. Habe ich das? Vergessen? Entschuldigung. Wir dachten, Sie wären mein Vater. Wenn ich das Opfer einer Verwechslung geworden bin, dann stellt sich mir die Frage, welches Opfer deine Tochter bringen musste, um sich zu so einem Attentat hinreißen zu lassen. Und wenn ich dich hier so sehe, stellt sich mir die Frage, wieso du hier sitzt und nicht in deinem Penthouse bei deiner Frau. Manchmal braucht man eben einen Anstoß, um nochmal Fahrt aufzunehmen. Und den hat mir Eva Maria gegeben. Hat sie dich vor die Tür gesetzt? Und du? Bist du hier schon ganz angekommen? Ein Paradies ist es nicht. Aber die Vorstufe. Obwohl... Manchmal fehlt mir auch was. Thank you.
Das ist der wahre Nachfolger des Großinquisitors, dieser Dr. Kessler. Warum Fulda? Wollte er wissen. Und warum? Was man sagt, gehört einem nicht mehr. Was man teilt, kommt wieder zurück. Morgen. Morgen. Ist das vielleicht mein Großvater? Clara. Charmante Idee, aber zu einer Vaterschaft habe ich es noch nicht gebracht. Zumindest weiß ich nichts davon. Morgen. 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 Na, gut geschlafen? Wunderbar. Danke für die Gastfreundschaft. Sie sind immer herzlich willkommen. Du hast doch nichts dagegen, oder? Hm. Nein, natürlich nicht. Tja, der eine kommt, der andere geht. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Lassen Sie ihn doch wenigstens singen. Die Amerika-Reise haben wir doch schon abgeschrieben. Mein Kind können Sie dafür nicht kaufen. Herr Dörfle, bitte. Ihr Junge hat ein... Lass die Finger von ihm oder ich vergesse mich. Papa. Ja, wir machen Schluss für heute. Ihr könnt nach Hause gehen. Ich wollte ihm doch nur ein Geschenk machen, damit er seine Strafe bezahlen kann. Mehr nicht. Ich bin gar nicht beruflich hier. Der Moritz hatte wirklich eine wunderschöne Stimme. Ja, das hat er. Ja, ich wollte Sie eigentlich nicht stören. Sagen Sie, hat ein Kind nicht ein einklagbares Recht auf freie Entfaltung? Das kommt immer drauf an, aber ich darf Ihnen leider keinen anwaltlichen Rat geben. Wiedersehen, Herr Bergen. Hallo, Schatz. Alle, die ich kenne, sind weg. Dorle ist in Spanien mit ihrem Freund und Franziska in den USA. Ende nächster Woche habe ich Urlaub. Wir können ja mal wegfahren, wir beide. Kann ich nicht mal was alleine machen? Ich könnte mir auch was Lustigeres vorstellen, als mit meiner unglücklichen Mutter in Urlaub zu fahren. Trennt ihr euch? Dein Vater und ich haben uns versprochen, immer ehrlich zueinander zu sein. War blöd, was er da gemacht hat. Aber du kannst doch nicht Ehrlichkeit überlieben. Irgendjemand davon erfährt, werden wir im Gerichtssaal nichts mehr miteinander zu tun haben. Könnte aber auch sein, dass ich mich vor Aufträgen nicht mehr retten kann. Ach, Friedrich. Lass uns überlegen, was aus uns werden soll, bevor wir uns noch mal so nahe kommen. Thank you.
Nike? Sucht ihren Vater. Endlich. Wo ist sie denn? Nike Reichert, wir hatten telefoniert. Bin ich zu früh? Ah, ja. Nein, nein. Kommen Sie rein. Danke. Tee? Kaffee? Milch? Wasser? Versprechen Sie mir, meiner Mutter nichts zu verraten. Soll wirklich eine Überraschung werden. Sie können sich auf mich verlassen. Ein schöneres Geburtstagsgeschenk kann man gar nicht machen. Und kennen Sie denn noch andere Freunde von Lena aus dem zweiten Semester? Warum nur das zweite Semester? Das war ja das Wichtigste und alle kann ich ja auch nicht ein. Dörfler sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Er betreibt ein Restaurant und hat Familie. Soll ich seinem Sohn den Vater wegnehmen? Meine Mutter entdeckt ihren Familiensinn. Leider nur bei anderen Familien. Ich wäre auch ganz gern mit einem Vater aufgewachsen, nur so nebenbei. Jetzt lass doch endlich deinen Vater mal aus dem Spiel. Wer ist denn dieser Der? Warum machst du so ein Geheimnis daraus? Hast du dich mal gefragt, was das bei mir für Spuren hinterlassen hat? Du zeigst doch immer gerne so viel Einfühlungsvermögen für andere. Wie wär's, wenn deine Tochter mal davon profitieren könnte? Fährst du bitte weiter? Was hat er dir denn angetan, dass er für dich nicht mehr existiert? Nike, bitte. Und was du mir damit angetan hast, interessiert dich überhaupt nicht. Das mit deinem Vater habe ich zu verantworten. Aber was deine Ehe betrifft, da musst du dich schon selber fragen, was du damit zu tun hast. Zum Scheitern einer Ehe gehören immer zwei. Zum Kinderkriegen auch. Kannst du jetzt bitte weiterfahren, Nike? Nein. Ich habe jetzt Mittagspause. Bis später. Ah, ja. Lassen Sie ihn doch wenigstens singen. Die Amerika-Reise haben wir doch schon abgeschrieben. Mein Kind können Sie dafür nicht kaufen. Herr Dörfle, bitte. Ihr Junge hat ein... Lass die Finger von ihm oder ich vergesse mich. Papa! Ja, wir machen Schluss für heute. Ihr könnt nach Hause gehen. Ich wollte ihm doch nur ein Geschenk machen, damit er seine Strafe bezahlen kann. Mehr nicht. Ich bin gar nicht beruflich hier. Der Moritz hatte wirklich eine wunderschöne Stimme. Ja, das hat er. Ja, ich... Vorschläge machen, da habe ich an Sie gedacht. Ich fühle mich eigentlich in Fulda ganz wohl. Ach, spitze, Frau Kalbach. Denken Sie doch einfach mal drüber nach. Sie wollen mich loswerden, Herr Dr. Kessler, das ist ja bekannt, aber gratuliere. Diesmal ist Ihnen wirklich was eingefallen. Buchhaltet mit dir. Höchstdeckend, danke. Hallo. Den Strauß hätte ich gern. Ja? Kann ich meine Sachen einen Augenblick bei Ihnen lassen? Ja, sicher. Entschuldigen Sie die Störung, Frau Staatsanwältin, aber ich muss etwas mit Ihnen besprechen. Espresso?
Nein, danke. Zucker? Glauben Sie, Ihre Frau Mutter ist in Fulda glücklich? Ein Freigeist wie Sie? Sind Ihre Überlegungen nicht etwas sehr persönlich? Oh, machen wir uns doch nichts vor, Frau Staatsanwältin. Ihre Frau Mutter ist nicht gerade mit fliegenden Fahnen nach Fulda gekommen, gelinde gesagt. Sie wohnt bei Ihnen praktisch zur Untermiete. Ohne einen Lebensgefährten, das versteht doch kein Mensch. Entschuldigung, ich habe zu tun. Ich bin meinen Mitarbeitern gegenüber zur Fürsorge verpflichtet, das wissen Sie. Herr Dr. Kessler. Und Sie machen auch nicht gerade einen glücklichen Eindruck. Entschuldigung, aber das sieht Ihnen doch jeder an. Also, was wollen Sie? Stehen Sie Ihrer Mutter nicht im Wege, wenn sie neue Pfade betreten will? Den Haag, Internationaler Gerichtshof, sie überlegt es sich. Wenn Sie Unterstützung suchen, um meine Mutter wegzuloben, dann sind Sie bei mir falsch. Sie werden mir noch dankbar sein, Frau Staatsanwältin. Falls Ihre Mutter uns verlässt, da könnten Sie Ihre Stelle als Amtsrichterin übernehmen. Und dann ist es ja quasi nur noch ein Katzensprung, wie Sie mich gewissermaßen beerben können als Direktorin dieses wunderbaren Amtsgerichts. Na, wenn das keine Verlockung ist. Schade, dass es nie so zu Ende geht, wie es angefangen hat. Glücklich. Aber wenn eine Tür zugeht, dann geht irgendwo wieder eine Tür auf. Du bist jetzt schon über 2 Jahre hier. Dabei wolltest du nach 6 Wochen wieder zurück sein. Ich habe Familie gerochen. Wahrscheinlich brauche ich das so, ein Nest. Geborgenheit, füreinander da sein. Leider bricht die Familie auch gerade auseinander. Wegen einem Seitensprung. Die Sitzung wird fortgeführt. Ich bitte Herrn Bergen und Herrn Dörfler, jeweils eine Hand von Moritz zu ergreifen. Bitte. Nehmen Sie das Kind, das Sie so lieben, an die Hand. Und jetzt ziehen Sie dran. Wer es schafft, Moritz auf seine Seite zu ziehen, hat gewonnen. Oh, Spitzi, wir sind doch hier nicht im Mitspieltheater. Ja, das mag Ihnen mittelalterlich vorkommen, aber haben Sie sich zivilisierter verhalten im Kampf um Moritz? Was ist? Na los, ziehen Sie. Wir lassen das mal. Ja, so. So geht das wirklich nicht. Danke. Herr Bergen, Herr Dörfler, bitte nehmen Sie wieder Platz. Moritz, du darfst dich auch setzen. Ich bin sehr froh, kein Urteil sprechen zu müssen. Ich denke, wir können von einer Vereinbarung ausgehen. Dann gebe ich folgenden Vergleich zu Protokoll. Herr Bergen zieht seine Klage zurück. Im Gegenzug verpflichtet sich die Familie Dörfler, ihrem Sohn, jeden Besuch bei der Familie Bergen zu gestatten. Und darüber hinaus jeden Umgang, den Moritz sich wünscht. Alle weiteren Fragen, die Moritz betreffen, entscheidet die Familie Dörfler alleine. Die Verhandlung ist geschlossen. Gratuliere. Darf ich Ihnen meinen lieben Freund vorstellen, Dietrich Schwerkraft, Den Haag? Sie wissen. Gratuliere. Das war meine letzte Verhandlung. Das
freut mich. Sie gehören nach Den Haag, ich wusste es. Vielen Dank für Ihre Bemühungen, vielen Dank für Ihren Besuch. Aber das war heute mein letzter Verhandlungstag als Richterin. Sie geben auf? Ich höre auf. Ich wollte Ihnen doch nur ein Geschenk machen, damit er seine Strafe bezahlen kann. Mehr nicht. Ich bin gar nicht beruflich hier. Der Moritz hatte wirklich eine wunderschöne Stimme. Ja, das hat er. Ja, ich wollte Sie eigentlich nicht stören. Sagen Sie, hat ein Kind nicht ein einklagbares Recht auf freie Entfaltung? Das kommt immer drauf an, aber ich darf Ihnen leider keinen anwaltlichen Rat geben. Wiedersehen, Herr Bergen. Hallo, Schatz. Alle, die ich kenne, sind weg. Dolle ist in Spanien mit ihrem Freund und Franziska in den USA. Ende nächster Woche habe ich Urlaub. Wir können ja mal wegfahren, wir beide. Kann ich nicht mal was alleine machen? Ich könnte mir auch was Lustigeres vorstellen, als mit meiner unglücklichen Mutter in Urlaub zu fahren. Trennt ihr euch? Dein Vater und ich haben uns versprochen, immer ehrlich zueinander zu sein. War blöd, was er da gemacht hat. Aber du kannst doch nicht Ehrlichkeit über Liebe stellen. Du hast geschworen, immer bei ihm zu bleiben, bis der Tod euch scheidet. Naja, aber es heißt auch, sich die Treue zu halten, bis dass der Tod euch scheidet. Weißt du, Liebe verändert sich im Laufe der Zeit. Man braucht dann neue Konstanten. Wahrhaftigkeit zum Beispiel. Wir sind aber nicht nur du. Wir sind auch nicht nur ihr beide, wir sind vier, wir sind eine Familie. Was soll ich tun, was meinst du? Vergeben und vergessen. Clara, ich kann doch jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Aber von mir verlangst du das? Du bist egoistisch. Ich pack's wieder. Ja. Entschuldigung, ich suche Friedrich Groß, einen Anwalt. Ja, sind Sie völlig richtig, das bin ich. Guten Tag. Bergen. Wollen wir nach oben gehen? Mhm. Die erste Etage bitte, ja? Einen Tisch habe ich noch nicht, aber einen Stuhl kann ich Ihnen anbieten. Ja. Oh. Bitte. Danke. Kaffee? Ja. Und was führt Sie zu mir? Dr. Kestle. Frau Reichert. Herr Dr. Kestle, ich habe leider keine Zeit, ich arbeite. Ich weiß doch, Arbeit kann in solchen Zeiten helfen, glauben Sie mir. Ach, ich weiß genau, wie Sie sich fühlen. Wenn Sie auf meine private Situation anspielen, soll sie auch privat bleiben. Wo haben Sie das überhaupt? Ich weiß alles, was in Fulda passiert. Das glaube ich Ihnen glatt. Nur eins noch, hat sich Ihre Frau Mutter schon... Hab ich mir zugelegt. Genau das Gegenteil von dem, was ich war. Etwas verklemmt, unsicher, aber vor allem unerfahren. Ich war mit 21 immer noch Jungfrau. Jahre später dran als all die anderen. Ich habe ihn in Frankfurt kennengelernt, an der Uni. Er war Assistent, politisch aktiv, eine Erscheinung. Er sollte der Erste sein. Und so kam es dann auch. Wir sind nach Paris gefahren, ein kleines Hotel und dann warst du bereits unterwegs. Aber warum hast du mir nie gesagt, wer er ist? Tja, warum? Als ich ihm sagte, dass ich schwanger bin, hat er mir 200 Mark gegeben für eine Fahrt nach Holland. Ich habe ihn dann lange nicht gesehen. Er war im Ausland, kam als Professor nach Frankfurt zurück, hat Bücher verfasst, lange das Psychologische Institut geleitet. Er weiß erst seit kurzem, dass es dich gibt. Ein Mann, der sein Kind nicht will, der soll auch nichts davon haben. Das habe ich gedacht. War vielleicht falsch. Wenn du willst... Thank you.
Danke, Mama. Was ist mit Den Haag? Ich habe mit denen selbst telefoniert. Es gibt diesen Freund von Kästle. Es gibt auch offene Stellen, aber ich glaube, die suchen eher so jemanden wie dich. Alleinerziehend, zwei Kinder in Trennung lebend. Jetzt hör auf. Ich halte es wirklich für eine große Chance für dich. Willst du nicht wegen Friedrich? Nein. Vielleicht doch. Ich finde, ihr passt gut zusammen. Ihr seid so gegensätzlich. Und was ist mit dir und Johannes? Er ist vorbei. Ich glaube, wir sind beide ganz froh drum. Und die Kinder stellen sich gut drauf ein. Er geht ihnen ja nicht verloren. Und was ist mit dir? Du, einfach... Ziehen Sie dran. Wer es schafft, Moritz auf seine Seite zu ziehen, hat gewonnen. Och, Spitzi, wir sind doch hier nicht im Mitspieltheater. Ja, das mag Ihnen mittelalterlich vorkommen. Aber haben Sie sich zivilisierter verhalten im Kampf um Moritz? Was ist? Na los, ziehen Sie. Ich glaube, wir lassen das mal. Ja, so. So geht das wirklich nicht. Danke. Herr Bergen, Herr Dörfler, bitte nehmen Sie wieder Platz. Moritz? Du darfst dich auch setzen. Ich bin sehr froh, kein Urteil sprechen zu müssen. Ich denke, wir können von einer Vereinbarung ausgehen. Dann gebe ich folgenden Vergleich zu Protokoll. Herr Bergen zieht seine Klage zurück. Im Gegenzug verpflichtet sich die Familie Dörfler, ihrem Sohn, jeden Besuch bei der Familie Bergen zu gestatten. Und darüber hinaus jeden Umgang, den Moritz sich wünscht. Alle weiteren Fragen, die Moritz betreffen, entscheidet die Familie Dörfler alleine. Die Verhandlung ist geschlossen. Frau Kalbach, gratuliere. Darf ich Ihnen meinen lieben Freund vorstellen, Dietrich Schwerkraft, Den Haag? Sie wissen. Gratuliere. Das war meine letzte Verhandlung. Freut mich. Sie gehören nach Den Haag. Ich wusste es. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Aber das war heute mein letzter Verhandlungstag als Richterin. Sie geben auf. Ich höre auf. Lena? Sauer? Dass du dich mit deinem ersten Fall nicht gleich bis zum Verfassungsgericht hochklagen kannst? Zugegeben etwas überrascht, wie du das hingewogen hast, aber. Und? Frankfurt oder Fulda? Jetzt gehen wir erstmal essen. Und dann entscheiden wir diese Sache. Dafür kümmerst du dich heute um Haus und Hof. Du musst mal gucken, was dein Bruder macht. Verschwinde. Hallo. Hallo. Was kann ich Ihnen bringen? Ein Mineralwasser ohne, bitte. Ein Mineralwasser ohne Kohlensäure. In der Zeitung stand, ich soll dankbar sein für das milde Urteil. Danke, Hansi. Dafür nicht, aber ich nehme die Einladung zu einem Glas Wein gerne an. Dankeschön. Was kann ich für Sie tun? Ihr Sohn arbeitet oft hier mit, oder? Er macht das gerne und er lernt was fürs Leben. Ich meine, wissen Sie, was für ein musisches Talent er hat? Wie gut er singen kann? Was der Bergen ausnutzt, 6 Wochen USA und die haben nicht uns zuerst gefragt. Nein, die haben Moritz mit der Idee kirre gemacht. Hätten Sie denn überhaupt so viel Zeit für den Jungen?
müssen arbeiten. Im Sommer verdienen wir nun mal am besten. Moritz weiß das. Ich kann das auch verstehen. Sie haben Kinder? Eine Tochter. Ich zwack mir Zeit ab, wo es nur geht, aber es geht halt eben nur echt zu selten. Und wenn Sie noch jemanden einstellen? Wovon denn? Soll ich noch mehr Schulden machen? Wir haben das Restaurant erst vor kurzem gekauft. Ich frage mich, warum die Bergen so einen Narren an Moritz gefressen haben. Das fragen wir uns auch. Im Chor sind 22 Jungs. Er hätte sich jeden anderen aussuchen können. Moritz singt eben sehr schön. Ich muss Ihnen sagen, dass die Familie Bergen auf den Umgang mit Moritz klagt. Wie? Ja, Sie wollen das Recht haben, Moritz öfter zu sehen. Es geht um das Umgangsrecht. Ich werde Sie noch mal vorladen müssen. Oh, nee. Oh. Gott, entschuldigen Sie. Macht ja nichts. So, bitte sehr. Nein, nein. Ist schon gut. Danke sehr. Sie müssen meinen Mann entschuldigen. Er meint es nicht so. Davon gehe ich aus. Ja, ist ja nicht so schlimm. Aber ein bisschen Selbstkontrolle wäre nicht schlecht, oder? Mein Mann liebt seinen Sohn über alles. Nichts ist ihm wichtiger. Dass er jetzt so schuftet, das macht er doch nur für ihn. Mein Mann hat sich selbst noch nie was gegönnt. Wie lange kennen Sie ihn denn schon? Seit der Schule. Wir waren 17. Die erste große Liebe. Karin! Wir mussten sehr lange auf Moritz warten. Karin! Und... Karin! Entschuldigen Sie mich. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich sehe Sie ihn doch an der Nasenspitze an. Ihre Tochter gibt Sie frei. Ich war noch nie eine Gefangene, aber eine Unwissende. Ja, tun sich keinen Zwang an. Sie kennen doch Herrn Bergen ganz gut. Der Chor der Gefangenen, sage ich nur. Er ist unser Dirigent. Warum will Franz Bergen das Umgangsrecht an einem fremden Kind einklagen? Sollen wir nicht unsere Nächsten lieben wie uns selbst? Auf Kosten einer Familie, eines Kindes? Den Haag. Soll ich die Sache in Ihrem Interesse weiterverfolgen? Um meine Interessen kümmere ich mich schon selbst. Sie sollen apropos den Anwalt Friedrich Groß ganz gut kennen. Wollen Sie nicht deutlicher werden? Alles zu seiner Zeit. Ich war bei Friedrich. Ich weiß. Ich war in Frankfurt. Kann ich mir denken. Ich werde dir sagen, wer dein Vater ist. Das hast du schon oft versprochen. Entschuldigung, ich hoffe, Sie müssen nicht zu lange warten. Gut. Ich habe Sie geladen, weil ich mir für Moritz von einer gütlichen Einigung mehr verspreche als von einem Urteil. Ich bitte Sie, lassen Sie uns zu einem Kompromiss finden. Eine Richterin muss nicht immer ein gerechtes Urteil fällen, wenn sie recht spricht. Als Erwachsener wird man Kindern nicht immer gerecht, auch wenn man das Beste für sie will. Können Sie sich eine Lösung vorstellen, die verbindet und nicht trennt? Ich meine, Sie kennen sich doch seit Jahren und in gewisser Weise schätzen Sie sich doch auch. Also gut, dann mache ich jetzt einen Vorschlag. Die Familie Bergen zieht ihr Umgangsrechtsbegehren zurück. Im Gegenzug räumen die Eltern von Moritz ihrem Sohn eine klar definierte Besuchszeit bei den Bergen ein. Auf keinen Fall. Wir werden uns nicht vorschreiben lassen, wer unser Kind sehen darf. Das entscheiden alleine wir. Herr Dörfler? Wenn Sie sich nicht bewegen, bewegen wir uns auch nicht. Haben die Herren Anwälte vielleicht eine Idee? Nö. Nein. Ich muss feststellen, dass dieser Gütetermin zu keiner Einigung geführt hat. Termin kommt. Nein, überhaupt nicht. Es geht um das Umgangsrecht, nicht um die Vaterschaft. Ja gut, dann ziehen wir die Klage zurück. Ja. Das würde ich Ihnen auch raten.
Aber hat ein Vater nicht das Recht auf Umgang mit seinem Kind? Die Frage ist, ob ein Samenspender auch als Vater im Sinne des Gesetzes angesehen werden kann. Da bin ich im Moment überfragt. Können Sie das prüfen? Eigentlich arbeite ich nicht mit Mandanten zusammen, die nicht die Wahrheit sagen. Wenn es kein Vertrauensverhältnis gibt zwischen Anwalt und Mandant, kann man nichts erreichen. Sie sagten eigentlich? Ja, das sagte ich. In diesem Fall würde ich gerne noch mal drüber nachdenken. Kann ich das behalten? Natürlich. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. Super, eure Disziplin, echt. Ich bewundere euch. Ich werde mir eine kleine Wohnung um die Ecke nehmen. Wegen der Kinder. Du kannst immer gerne herkommen. Zu deinem Vertrag über Wahrheit, auf den du so pochst. Ja? Verträge werden gebrochen. Sonst hättest du keine Arbeit mehr. So sind wir Menschen. Das ist ja eine seltsame Rechtfertigung für einen Betrug. Dir wird erst jetzt klar, was du verlierst. Dein schönes Haus, deine tollen Kinder, Lena. Dich. Ach, bitte. Das wird nicht sentimental. Es gab einen Grund für deine Affäre. Unsere Beziehung. Die kann nicht mehr wahr. Wir haben es einfach nicht gepackt, so ist das. Ja, so ist das. Johannes, eine gute Beziehung haben wir nicht hingekriegt, aber vielleicht schaffen wir eine gute Trennung. Denk an unser Versprechen. Ja? Lena, hier ist Friedrich. Sag mal, können wir uns morgen sehen? Privat? Ich weiß nicht. Beruflich. Ganz interessante Sache. Geht um Moritz. Aber ein ganz neuer Aspekt. Dann komm doch morgen bei mir im Büro vorbei. Franz Bergen ist der Vater von Moritz. Also, der Samenspender. Was? Hier nicht weiterhilft. Moment mal. Was meinen Sie damit? Darf ich ausführen? Entschuldigung, Frau Richterin. Angenommen, ich teile die Auffassung von Dr. Placke und lehne die Klage ab. Was geschieht dann? Sie, Herr Rechtsanwalt Groß, werden Ihren Mandanten raten, in Berufung zu gehen. Davon können Sie ausgehen. Und würden Sie in der Berufung keinen Erfolg haben, würden Sie in Revision gehen. Und würde die nicht zugelassen, würden Sie nicht Zulassungsbeschwerde einlegen. Und würde die nicht zugelassen, würden Sie Verfassungsbeschwerde einlegen. Schlechte Chancen hätten Sie nicht. Würde aber Jahre dauern. Jahre, in denen Moritz erwachsen würde und begreifen würde, dass Erwachsenwerden vor allem eins bedeutet, stur und unnachgiebig auf seinen Standpunkt zu beharren. Respekt, Frau Richterin, so sehen wir das auch. Ich bin noch nicht am Ende. Nehmen wir mal die andere Möglichkeit an. Ich gebe der Klage von Herrn Bergen statt. Unzulässig, würde der Anwalt der Beklagten sagen, würde mit Revision dem Verfassungsgericht drohen. Aber auch in diesem Fall wäre Moritz nach all diesen Prozessen längst erwachsen. Was glauben Sie, würde er davon halten? Was wollen Sie uns noch damit sagen? Sie können hier oder vor anderen Gerichten so lange um Moritz streiten, bis er weder von Ihnen noch von Ihnen etwas wissen will. Haben die Herren Anwälte einen Vorschlag? Ich werde kein Urteil fällen. Nein, das werde ich nicht. Die Sitzung ist unterbrochen. Das war mein letzter Fall. Was bilden wir uns eigentlich ein? Über andere Menschen zu entscheiden, zu urteilen, zu richten. Was für eine Farce.
Im Namen der Gerechtigkeit. Ich will nicht mehr. Lena? Frau Richterin? Mama? Vielen Dank. Sehr schön. Kommt gut nach Hause. Franz, ich kenne mich doch aus. Ich verstehe nicht, warum du der Anklage nicht als Nebenkläger beigetreten bist. Das steht dir nach § 395 StPO, steht dir das zu. Ich will das aber nicht. Schlimm genug, dass es so weit kommen musste. Dann kann ich dir mir beide Wangen hinhalten, auch als guter Christ nicht. Falls du es dir anders überlegst. Ich habe da jemanden kennengelernt, der braucht Erfolg. Friedrich Groß, Frankfurt. Jetzt Fulda. Nicht nötig. Zum Aufruf kommt die Strafsache Dörfler. Bitte, Frau Staatsanwältin. Der Angeklagte René Dörfler hat am 16. Mai mit seinem Wagen den Zaun zu Bergens Grundstück durchbrochen und das dahinter geparkte Fahrzeug von Franz Bergen gerammt. Danach ist der Dörfler aus seinem Wagen ausgestiegen und hat dem geschädigten Franz Bergen 3 Faustschläge in den Magen und einen gegen das Kinn versetzt. Folge davon waren ein Kieferbruch und innere Verletzungen, wie dem ärztlichen Gutachten zu entnehmen ist. Der Angeklagte hat somit die Straftatbestände der vorsätzlichen Körperverletzung, der Sachbeschädigung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erfüllt. Mein Mandant hat den Vorgang aber anders in Erinnerung, verehrte Frau Staatsanwältin. Wie hat sich denn Ihrer Erinnerung nach der Vorfall zugetragen? Mein Mandant, Frau Richterin, verweigert die Aussage, was sein gutes Recht ist. Dann rufe ich Franz Bergen in den Zeugenstand, bitte. Den Strauß hätte ich gern. Ja? Kann ich meine Sachen einen Augenblick bei Ihnen lassen? Ja, sicher. Entschuldigen Sie die Störung, Frau Staatsanwältin, aber ich muss etwas mit Ihnen besprechen. Espresso? Nein, danke. Zucker? Glauben Sie, Ihre Frau Mutter ist in Fulda glücklich? Ein Freigeist wie Sie? Sind Ihre Überlegungen nicht etwas sehr persönlich? Oh, machen wir uns doch nichts vor, Frau Staatsanwältin. Ihre Frau Mutter ist nicht gerade mit fliegenden Fahnen nach Fulda gekommen, gelinde gesagt. Sie wohnt bei Ihnen praktisch zur Untermiete. Ohne einen Lebensgefährten, das versteht doch kein Mensch. Entschuldigung, ich habe zu tun. Ich bin meinen Mitarbeitern gegenüber zur Fürsorge verpflichtet, das wissen Sie. Herr Dr. Kessler. Und Sie machen auch nicht gerade einen glücklichen Eindruck. Entschuldigung, aber das sieht Ihnen doch jeder an. Also, was wollen Sie? Stehen Sie Ihrer Mutter nicht im Wege, wenn sie neue Pfade betreten will? Den Haag? Internationaler Gerichtshof, sie überlegt es sich. Wenn Sie Unterstützung suchen, um meine Mutter wegzuloben, dann sind Sie bei mir falsch. Sie werden mir noch dankbar sein, Frau Staatsanwältin.
Falls Ihre Mutter uns verlässt, da könnten Sie Ihre Stelle als Amtsrichterin übernehmen. Und dann ist es ja quasi nur noch ein Katzensprung, wie Sie mich gewissermaßen beerben können als Direktorin dieses wunderbaren Amtsgerichts. Na, wenn das keine Verlockung ist. Schade, dass es nie so zu Ende geht, wie es angefangen hat. Glücklich. Aber wenn eine Tür zugeht, dann geht irgendwo wieder eine Tür auf. Du bist jetzt schon über 2 Jahre hier. Dabei wolltest du nach 6 Wochen wieder zurück sein. Ich habe Familie gerochen. Wahrscheinlich brauche ich das so, ein Nest. Geborgenheit, füreinander da sein. Leider bricht die Familie auch gerade auseinander. Wegen einem Seitensprung. Aber vielleicht kommen sie auch wieder zusammen. Was willst du eigentlich hier, Friedrich? Muss man dir immer noch alles aus der Nase ziehen? Napoleon ist ja doch auch schon vorbei. Ich liebe dich. Deshalb habe ich das mit der Spende gemacht. Die ist von diesen Bergen? Das weiß ich nicht. Ich habe doch nur ein Plastikröhrchen bekommen. Du bist nicht schwanger von mir? Nein. Moritz, na, wie war's im Schwimmbad? Hat Spaß gemacht. Ich kann das nicht. Hey, Hase. Könnten Sie mit ihm sprechen? Ich weiß nicht. Moritz, hä? Gehst du mit mir ein bisschen spazieren? Ja. Ja, dann komm mit. Jetzt mein Vater? Wenn du in Gefahr wärst, zu wem würdest du denn gehen? Also stell dir mal vor, du wärst im Urwald und ein wildes Tier kommt auf dich zu. Bei wem würdest du Schutz suchen? Bei Papa. Bei René? Ja. Daran wird sich auch nichts ändern. Egal, was das Gericht dazu sagt. Nike? Clara? Was machst du denn hier drin, hä? Es ist auch von Vorteil, wenn man allein ist. Mein lieber Karl, beschwer dich nicht, ich weiß, wovon ich rede. Alle ausgeflogen, hä? Ausgerechnet heute.